willkommen zum 10. Türchen vom Bier-Adventskalender. Das 10. Türchen befindet sich hier oben. Da stecken wir wieder mal den Finger rein und ziehen die Flasche raus. Und wir sehen heute wieder einen bedruckten Deckel. Den schauen wir uns aber gleich an. Erstmal wieder den Botsch runter. So, was haben wir denn hier? Oh, Störtebeker Brauspezialitäten. Überseepilz, hopfig herb mit 5,2. Wart ihr auch schon mal bei den Störtebeker Festspielen? Hier seht ihr also nochmal den Kronkorken hier mit einem Schiff drauf. Und hier den Rest von der Flasche, da nochmal schön zu sehen, das Etikett. Sehr malerisch auf jeden Fall, eine schöne Kulisse. Wir drehen das aber mal um, zeigen euch das jetzt so, bewerten dann das Etikett als erstes wieder. So, ihr habt hier nochmal den Kronkorken, Störtebeker und auch hier Übersee, Sorte Übersee, Geschmack hopfig herb. Steht alles oben dabei, Menge 0,33. 5,2%. Dann habt ihr hier nochmal so eine Fahne. Störtebeker Brauspezialitäten. Da das Schiff, ne? Sieht auf jeden Fall sehr wuchtig aus. Weltweit prämierte Braukunst. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Stralsund, Hansestadt. Hier steht es nochmal: Überseepilz. Alle wichtigen Sachen dabei. 7.5.2020. 5,2. Wie findet ihr das Etikett? Sieht das gut aus? Gefällt euch das? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin jetzt gespaltener Meinung. Ich finde, insgesamt sieht das Etikett ja richtig schön aus. Das ist sehr künstlerisch gestaltet. Sieht aus wie ein Gemälde. Da ist sich einiges dabei gedacht. Aber gesamt gesehen, weiß ich nicht, ist mir das schon wieder zu viel, das ist schon wieder zu schön, um wahr zu sein. Wenn ich ein Bier trinken will, dann will ich das sehen und denken, ha ja, auf den Humpen und weg und nicht sagen, boah, das kannst du doch nicht öffnen, das musst du dir in den Schrank stellen als Andenken, das kannst du doch nicht trinken, dafür ist es doch viel zu schade. Das erweckt das Bier aber bei mir, dass man das nicht trinken soll, sondern als Andenken in den Schrank stellen. Wir waren ja damals auch bei den Störtebeker Festspielen, war auf jeden Fall sehr lustig, auf der Tribüne gesessen, sich angeguckt, wie die Schiffe da vorne rumgeschwommen sind, die Piraten und die Gauner aus den Burgen hinter den Felsen hervorkamen, sich gegenseitig da abgeschossen haben. Da gab es so eine richtige Bühnenshow, ohne Bühne, da gab es so eine richtige Show, das war auf jeden Fall genial. Das Etikett sieht schon gut aus. Da es aber nicht ganz meinen Geschmack trifft und mich ein bisschen überfordert, gebe ich trotzdem mal nur 4 Punkte. So, ist trotzdem aber schick, hat auch schöne Farben, sieht sehr künstlerisch aus. Als nächstes haben wir wieder den Geruch und die Farbe des Schaumes, die Farbe des Schaumes und die Farbe des Biers, beziehungsweise den Schaum generell und die Farbe. Geruch kommt erst als drittes, dafür machen wir das wieder auf. Und hoppa, da seht ihr schon, das erste Mal, dass das passiert, eben habe ich schön meine Decke rumgedreht, damit das nicht mehr so alt und gammelig ist, wie die ganze Zeit. Und ich sause direkt zu, das Heft ist auch schon wieder nass geworden, wie beim letzten Mal. Wir schenken jetzt aber erstmal ein, da kommt mir schon eine richtig starke Biernote entgegen, mal gucken, ob das jetzt nur so war oder ob das wirklich so einen starken Geruch hat. Das finde ich auf jeden Fall schon sehr interessant. Oh, ich müsste es mal wieder ein Stück schräger halten, sonst tropft mir hier alles drauf. So, wir wollen ein bisschen Schaum, deswegen drehen wir es mal jetzt um. Bäm! Das stellen wir jetzt erstmal kurz ab, dass wir die Bierflasche auch abstellen können. Das hat auf jeden Fall ordentlich geknallt. Irgendwann habe ich ein Loch in der Decke. Wir halten es mal wieder gegen das Licht, schauen uns das an. Das hat auf jeden Fall eine schöne goldene Färbung. Sieht also sehr köstlich aus. Auch der Schaum ist okay. Manches, da kam ja wirklich gar nichts raus. Es könnte ein bisschen noch kräftiger sein, aber wirkt an sich einfach wie ein richtig schönes Bier. Hat eine richtig gute Farbe. Dafür gebe ich auch mal 4 Punkte. Sieht auf jeden Fall köstlich aus. Jetzt kommt der Geruch.
Da muss ich aufpassen, dass mir der Schaum nicht wieder in die Nase geht. Jetzt vermisse ich diese starke Duftnote, die ich eben hatte. Lag das an der Flasche? So stark hatte ich ja nicht am Glas riechen, dann habe ich gleich den ganzen Schaum wieder dran. Riecht auf jeden Fall nicht so süßlich wie manch andere, aber auch nicht so extrem her. Hat eigentlich eine neutrale Duftnote, würde ich sagen. Vielleicht sind wir heute aber mal ganz gut dabei und geben auch beim Duft eine 4. Schreiben Sie einfach mal auf, habe ich überhaupt schon mal bei Duft? Ja, bei Duft hatten wir schon öfters eine 4. Jetzt auch hier eine 4, schon 3x4. Und vielleicht kann es geschmacklich auch überzeugen. Bisher das höchste bei Geschmack auch nur 4. Es gab noch keins, was eine 5 getroffen hat. Wir sind aber gespannt und probieren. Okay, mit einer 5 wird das auf jeden Fall nichts. Das tut mir leid. Ist ein interessanter Geschmack. Ich glaube, einige, die das öfters trinken, können das auch herausschmecken, ob das jetzt ein Störtebäcker ist oder was anderes, wenn die das wirklich gewohnt sind. Ich finde es wieder ein bisschen säuerlich, würde ich sogar sagen. Ja, ihr habt im Vordergrund auf der Zunge wieder einen sehr säuerlichen Geschmack und dann noch ein bisschen Nachgeschmack. Dann ist es wieder ein bisschen bitter. Also es spielt wieder mit den Geschmacksnerven. Ist mir aber zu abwechslungsreich, als dass ich das jetzt so trinke und sage, oh, das ist sehr bekömmlich, da möchte ich gern noch eins. Dafür ist es mir ein bisschen dann zu bitter und zu herb. Würde ich aber trotzdem als 4... Hier können wir auch nicht machen. Ich fand die anderen besser. Das Tannenhell immer noch, glaube ich, eins meiner Favoriten gewesen, vom Geschmack her auch. Würde ich aber trotzdem mal eine 3 geben, also so den Durchschnitt ungefähr, reiht sich eigentlich zwischen vielen anderen. 4, 4, 4 und 3 gehen wir mal dazu. Bitteschön. So kommen wir auch auf 15. Mit 15 ist es genauso gut wie die 3 besten Biere in der Liste. Also es hat mit dem Geruch, mit dem Etikett, mit dem Aussehen hat es schon etliches gut gemacht. Und der Geschmack ist ja trotzdem auch in Ordnung. Habt ihr schon mal einen Störtebäcker getrunken? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder wart ihr schon mal bei den Festspielen? Schreibt es mal rein. Davon gibt es ja auch so viele Sorten. Wir hatten auch mal einen Sixpack Störtebäcker gesehen im Handel, wo auch 6 verschiedene Störtebäcker Biere dabei waren. Das ist ja auf jeden Fall auch sehr interessant. Das Überseepilz ist in Ordnung, könnte aber einen Ticken besser schmecken, nicht ganz so herb. Dann wäre es noch mehr mein Fall, dann hätte es auch 4444 bekommen, anstatt 4443. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.